So, und damit willkommen zurück zu Nairi, Tal of Shirin. Letzte Mal sind wir mit Rex unterwegs gewesen, um einen Einbruch zu planen. Brauchen dafür aber jetzt noch ein Seil. Wo kriegen wir jetzt das Seil her? Das hatten wir schon. Also wenn wir schon was hatten, werde ich die nochmal vorlesen. Wir brauchen ein Seil. Ach, ich weiß, wo wir ein Seil hatten. Es ist relativ offensichtlich, wo wir ein Seil hatten. Aber ich habe das Gefühl, es wird uns nicht gefallen. Also ich bin wieder falsch gelaufen, wie immer. Nämlich beim Kronleuchter. Oh je. Das wird nicht gut gehen, aber nun gut. Hast du gerade das Seil durchgeschnitten? Ich habe das Seil gesehen, also ich habe gedacht. Hoffentlich bekommt Paul keinen Herzinfarkt. Nein, überhaupt nicht. Oh, das ist so niedlich. Ein Fischgrät, aber. Das ist putzig. Paul? Mein Leuchter! Mister flippt aus, vielleicht mache ich mich lieber aus dem Staub. Alter Schwede. Oh, die hat. Okay. Der Bergstuhl hinten. Okay. Wir haben Seil. Das ist gut. So. Oh, Vorsicht, wir müssen ja rückwärts gehen. Einige Screens, muss ich sagen. Also hätten sie fast schon so ein kleines Map-System einbauen können. In Ordnung, wir haben jetzt ein Seil. Auch wo befestigen wir es? Wenn wir etwas Stabiles installieren könnten, vor dem Fenster, hätten wir einen Ankerpunkt für das Seil. Haben wir schon. Sehr gut. Jetzt Seil. Meint ihr etwa die Schaufel? Okay. Und jetzt ist Seil. Okay, ich dachte, ihr macht's durch die Ösen direkt. Ja, wir haben es geschafft. Das müsste stark genug sein, um uns runterzulassen. Um runterzuklettern. Für ein Mädchen aus dem reichen Bezirk hast du das ziemlich gut gemacht, Nairi. Was? Komm schon, lass uns durch das Fenster runterklettern. Die hört sich gern, dass er aus dem reichen Viertel genannt wird. So, Solunaturm. Puh, wir sind da. Der Boden des Steinbruchs. Sag mal, Rex. Wofür genau ist der Steinbruch gut? Echt? Das weißt du nicht? Ich habe darüber nie was gelesen. In Ordnung, also schau dich um. Jede Menge Gestein in der Erde, richtig? Das ist einfach für die Arbeiter, ja? Sie haben eine Materialquelle direkt bei dem Turm. Ah, natürlich. Komm schon, lass uns zum Eingang des Turms hochklettern. Sind alle Mädchen im reichen Viertel so behütet? Aber wenn ihr hier was abbaut, ist da nicht irgendwann die Stadt, die in der Nähe ist, fällt die da nicht runter? Also, ihr wisst schon, wie ich meine. Ist ja immer, wenn du mehr Substanz wegnimmst, wird irgendwann der Boden ein. Wartet mal, es kann nicht sein. Wir haben keine Münze gefunden. Da ist was faul. Oh, nee. Wir sind faul. Ich will nicht. Verdammt, ich wusste nicht, dass es vorwärts geht. Oh. Du warst nie im Turm, nehme ich an. Ist imposant, oder? Es ist unglaublich. Siehst du dieses seltsame Wandbild? Die Arbeiter denken sich nachts nichts dabei, aber ich habe lange vermutet, dass es etwas verbirgt. Siehst du die Vertiefung? Dieses kleine Loch, meinst du? Ich habe versucht, verschiedene Relikte einzusetzen, ohne Effekt. Aber deine Halskette, die Form ist perfekt. Ganz abgesehen davon, dass sie Schriftzeichen in einer antiken Sprache trägt. Komm schon, Nairi, kannst du sie mir bitte ausleihen? Deine Halskette. Nur für einen Moment, bitte. Meine Halskette ist mir sonst das Erbstück. Ich habe meine Mutter versprochen, dass ich immer darauf aufpasse. Schau, ich setze es selbst ein, okay? Nicht, dass ich dir nicht traue, aber... Fein. Ich meine, ich würde sie nicht stehlen, weißt du? Ich bin ein bisschen der besorgte Typ, weißt du? Nun, dann gebührt die Ehre dir. So, ich möchte nochmal rausgehen. Ich möchte nochmal rausgehen. Ich... Fug. Ich hätte Münzen holen können, bestimmt. Es tut mir leid, ich habe weitergeklickt. Weil ich nicht mehr zurückkam. Ah, es ärgert mich. Bestimmt gab es da Münzen.
Achievement für einen Eimer. So, Schaufel ist hier irgendwas zum Anklicken. So. Und genau dort in der Mitte könnten wir es jetzt einsetzen. Also, versuchen wir es. Ich hoffe, sie zerkratzt nicht oder so. Die passt perfekt, aber was jetzt? Oh, der Bär leuchtet. Boah, ein Mechanismus. Rex, hast du es gesehen? Der Boden hat sich einfach geöffnet. Es hat funktioniert. Nairi, das ist unglaublich. Überreste der Noora. Sie könnten direkt beim Turm liegen. Rex, kann ich dir was fragen? Hm? Hast du nicht gesagt, dass auf meiner Halskette etwas geschrieben stand? Weißt du, was es bedeutet? Oh, das. Also interessiert dich dieses solches Zeug? Hm? Du müsstest von Noora gehört haben. Die abgelegene Stadt am Rande der großen Wüste. Aber es ist auch der Name einer alten Zivilisation. Eine Zivilisation sogar älter als der Turm. Obwohl die Noorianer auf geheimnisvolle Weise verschwunden sind, wurden seitdem mehr und mehr Relikte gefunden. Schau, das ganze Zeug kenne ich schon. Weißt du, was es bedeutet oder nicht? Du, tut mir leid, ich war abgelenkt. Zeig mir nochmal deine Halskette. Bote des Sturms. Das ist es, glaube ich. Bote des Sturms. Was zum Teufel soll das heißen? Ich weiß es nicht, aber diese Treppe hat wahrscheinlich irgendwas damit zu tun. Du? Willst du mal nachsehen, was da unten ist? Nun ja, aber wie wäre es, dich wieder in den reichen Distrikt zu schmuggeln? Nun, das ist auch wichtig, aber bist du denn gar nicht neugierig, was da unten ist? Wir sind jetzt hier, also warum hier ein bisschen umsehen? Ernsthaft? Du bist noch lustiger, als ich dachte, Nairi. Taucht nicht lang. Und ich helfe dir hinterher raus. Versprochen. Ich frage mich, was wir da unten finden werden. Komm schon, los geht's. Ist immer schön hier. Meine Halskette mag ein Geheimnis sein, aber jeder weiß von Sulai. Uff, Sami hat mir das vorgelesen, bis mir die Tränen kamen. Jeder weiß von Lunai. Nichts Besonderes. Kein Wunder, dass sich die Arbeiter dich in das Wandbild geschert haben. Das ist eine typische Darstellung des Soluna-Glaubens. Ach, Sol für Licht und, also Sonne und Luna für Mond. Aha, Soluna. Ah, jetzt kapiere ich's. Aha. So, na, dann gehen wir mal runter. Ich kann eh nicht zurück. Jenseits des Turms. Wir kommen von hier. Ich leg mal alles wieder an, wie immer, für Münzen. So, hier können wir weitergehen. Guckt mal an. Oh, wow. Ziemlich cool, oder? Ziemlich cool? Das sind die Überreste einer verlorenen Zivilisation. Lass uns nachsehen. Wir drehen jeden Stein um. Eigentlich, Nairi, sieh dir diese Statuen da drüben an. Denkst du, die sind irgendwie wichtig? Nun schau dir die Hände der Statuen an. Sie sehen aus, als ob sie etwas halten. Hey, ja, ich glaube, du hast recht. Die linke Statue ist Lunai, oder? Und die rechte stellt Sulai dar. Die Gründer des Soluna-Rates. Was könnten die vielleicht halten? Ich weiß nicht, aber so wie die Hände geformt sind, müssten die direkt rund sein. Wie heilige Bälle? Kugeln, ja. Wir schauen besten nach unten nach etwas, das aussieht. Kleiner Rechtschreibfehler am Tisch hier drin. So, können wir uns hier links, rechts bewegen? Nein. Wir können die Figuren anschauen. Also du denkst, es gibt zwei Kugeln, eine für jede Gründerstatue? Wenn meine Theorie stimmt, ja, eine für Lunai und eine für Sulai. Zu gucken, ob es hier irgendwas gibt. Alles bei Sand. All diese Bücher. Eine Schatzkiste voller Informationen. Ich kann nicht alles in diesen Büchern lesen. Das ist Norianisch. Dieselbe Sprache war auf deiner Halskette eingraviert. Ich könnte diese Bücher übersetzen. Langsam. Lass uns trotzdem lieber nach etwas Vielversprechenderem suchen. Ich klicke hier oben, ja. So, und der Weg führt uns dann eindeutig hier. Was wollen wir denn hier? Rex, komm mal für eine Sekunde her. Was denkst du, was das ist? Eine Art Hebel natürlich. Aber wofür? Es gibt eine Art rotes Leuchten. Es gibt eine Art rotes Leuchten ab. Okay,
Okay. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also, wollen wir dran ziehen? Ich schätze, es kann nicht schaden. Ach, damit ändern wir einfach nur, welches Tor gerade offen ist. Wir gehen erstmal an Solai rein. Hier ist eindeutig irgendein Weg. Okay, was haben wir hier? Schädel. Dieser Staub, hm? Vielleicht wenn... Warte, Iri, wisch das nicht einfach mit deinen Händen weg. Siehst du nicht, wie brüchig der Stein ist? Wenn du zu grob bist, wird er brechen. Ja, ich werde ganz sanft sein. Indianer Ehrenwort. Nein, Nairi, wir brauchen ein passendes Werkzeug, um ihn zu reinigen. Indianer Ehrenwort. Als hätten die Ahnung von Indianern, wo die gerade sind, oder? So. Also, wir müssen hier reinigen. Ich tippe trotzdem alles an. Wir brauchen ein passendes Werkzeug, um das zu reinigen. Ja, okay, hier führt irgendwie was lang. Guck mal hier. Ein. Was auch immer das war von den ganzen Wesen, die wir haben. Die Robe ist noch da, aber sonst skelettiert. Dieses weiße Licht. Sie scheint zur anderen Seite zu führen. Lieber es, oder? Das weiße Licht. Geht weiter. Könnten wir einen Schalter betätigen. Dadurch öffnet sich das, schließt sich das grüne Tor. Wir gucken mal schnell zurück. Ne, es passiert das nicht. Also, mach's wieder auf. Scheint, als hätten wir einen Maler gefunden. Warum hat er angefangen, hier eine weiße Linie zu malen? Eigentlich, ich glaube, er kam hier an, nachdem seine Arbeit getan war. Und hat dann hier Pause gemacht oder so. Ja, eine ziemlich lange. Der arme Maler. Du hast eine Harfe, ein besonders beruhigendes Instrument. Hey, das ist gar nicht übel. Wo hast du Harfe spielen gelernt? Oh, Sami hat mir so beigebracht, mein Lehrer. So schick. Einen eigenen Lehrer zu haben, meine ich. Es muss großartig sein, solch einen Unterricht zu haben. Wissen bekommt man nicht so einfach im Armviertel. Ja, ich schätze, ich hatte Glück, aber ich habe mich auch wie eine Gefangene gefühlt. Eine Gefangene? Dieser Sami hatte ich nie allein aus dem Haus gelassen oder was? Nein, Sami war immer nett zu mir, aber mein Vater hat mich drinnen behalten, wenn immer es möglich war. Ich verstehe. Das Haus verlassen ist dann nicht für reiche Mädchen? Außer Ratsversammlung und dem seltsamen Picknick? Nein, nicht wirklich. Aber zumindest erforsche ich jetzt alte Ruinen, richtig? Komm schon, weiter geht's. Bin direkt hinter dir. Sagt sie gerade Ratsversammlung? Ich habe gerade Angst, es nochmal anzuklicken. Dieses Skelett. Es sieht irgendwie traurig aus. Irgendein Vogelwesen war das. Wow, das ist eine seltsame Tür, oder? Sie ist komplett aus Stein gemacht. Schau, sie hat ein Schlüsselloch. Ich möchte mir nochmal vor. Warte mal, was können wir denn mit der Harfe machen jetzt? Mit der Harfe was 7. Ist doch schon irgendwie Sand 7. Wenn wir es zumachen, geht das auf. Ist das so ein bisschen hier der Trick? Aber mir fällt gerade nicht ein, was wir haben, das irgendwie zu ändern. Übrigens, Dietrich. Dietrich ist erhalten geblieben. Ich dachte schon, der wird bei jedem mal brechen. So, können wir da Harfe hier vielleicht irgendwie? Okay, hätte mich auch gewundert. Gut, aber wir können ja jederzeit erstmal hier das ändern. Und gehen wir bei Lunai rein. Hm, was ist da ein Springbrunnen? Es muss einen Weg geben, ihn zu aktivieren. Eine Aussparung. Hm, sieht aus, als würde hier etwas reinpassen. Ach, guck mal, sie geht hier unten lang wieder. Beiden gehören zusammen. Ach, das ist das gleiche von drüben, oder? Du hast den Pinsel nützlich, um Staub zu entfernen. Das gleiche wie drüben. Hier, guckt mal.
Genauso die gleiche Arbeit liegt sogar da. So, hier haben wir auch ein Schloss. Die Tür hat ein goldenes Schloss. Denkst du, dass vielleicht ist etwas Besonderes hinter dieser Tür? Wer weiß. Lass uns schauen, ob wir den Schlüssel finden. Die Tür ist zu. Warum? Weil die andere... Ja, okay. Wir müssen also immer abwechselnd beides machen. Das finde ich ja hübsch. Es soll so ein bisschen symbolisieren, auch Mond- und Sonnenphasen, dass sich auch abwechseln. Finde ich eine nette Idee. So, wir machen erstmal den Pinsel zu mir hier. Ist das ein Symbol? Haben wir schon andere wie das gesehen? Soll ich mir die vielleicht mal aufschreiben? So, wo kann man hier noch Staub entfernen? Okay, das ist bei den Totenschädeln, ist dieses Symbol. Also das ist ein Kreis, wo noch ein kleiner Kreis drin ist. Okay. Hier haben wir diesen Eingang. Ich gehe noch gleich weiter. Und wir haben hier diese verschnörkelte 6. So, wir machen hier mal das Tor zu. Weil das wird uns höchstwahrscheinlich auf der Gegenseite das Tor öffnen. So, ich mach mal hier. Wo ist jetzt das Zeichen? Achso, es geht einfach nur los hier. Ja, zur anderen Linie führt die Linie. Okay, das hatten wir schon. Hier ist ein Dreieck dabei. Wir kommen jetzt hier durch. Das ist sehr schön. Wir haben hier ein Symbol. Ein Kreis. Und Teddybär. Ein Dolch, oder? Mann, Mann, Mann. Dieses Ding ist komplett aus Stein gemacht. Das ist eine Art Tür. Selbst wenn, es gibt keine Möglichkeit, sie von hier aus zu öffnen. Es muss dann die Rückseite sein. Ja, da haben wir auf der anderen Seite schon gesehen, wie es aussieht. Eine Laute. So. Hier haben wir so ein A mit Überstrich. Nochmal ein Skelett. Hier sind einige irgendwie umgekommen. Steinfragment, aber ein Fragment von was? Moment. Wie sieht das aus genau? Könnte man das hier hinsetzen? Ne, dann wird es wahrscheinlich beim Brunnen sein. So, jetzt kommen wir durch das blaue Tor. Das auf der anderen Seite verriegelt war. Hier ist noch einer mit Umhang. Hm, mal sehen, was ich finde. Musst du alles glatt anfassen? Das gruselt mich langsam. Aber hier alle... okay, okay. Dem scheint sowieso nicht zu sein. Gütiger. Entschuldigung, die haben vielleicht Münzen. Ihr habt mich dazu gebracht. So, und hier kann man Symbole anklicken. Okay. Wie viel muss ich anklicken? Okay, in der richtigen Reihenfolge. Okay. Gibt es das Symbol übrigens? Ist da irgendwas abgefallen? Doch, das ist das A-Symbol. Gut. So, okay, also wir kommen hier raus. Wir haben das. Wir kennen das. Ich probiere es trotzdem. Es wird nicht das Steinfragment hier sein. So. Geht nochmal hier hin. So, er hat da geendet, hieß es. Also geht es in der Reihenfolge von dort los bis hierhin. So, erstmal können wir hier das Fragment einsetzen. Ich. Okay, dann haben wir aber alle Symbole, oder?
Wir wissen also hier aus dem Kreis, dass. Ja. Probieren wir es mal. Ich weiß nicht, wo ich das Steinfragment jetzt nutzen kann, weil irgendwie beiden Stellen wurde es nicht gebraucht. Aktivieren. Das Steinfragment selber hat nicht funktioniert. Ah, beklebt. Dann jetzt. Brauche ich das jetzt? Nun gut, also hier sind wir gestartet. Jetzt muss ich mal rückwärts alles einsetzen. Also ich habe hier ein A. Das. Dann kommt das. Dann kommt das. Dann sind wir auf der anderen Seite. Da kommt das. Das. Und die verschnörkelt ist. Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube das. Sehr gut. Bekommen und wir können jetzt eine Ebene tiefer gehen. Das ist eine Kugel. Vielleicht passt sie in eine der Statuen. Steckt total in der Wandbild, in dem Wandbild fest. Wie kriege ich das Ding da raus? Und was ist das? Das ist eine Art Basin? Wir gucken mal. Komme ich hier raus? Wäre von vor uns gewesen? Nee, anderer. Okay, wir gehen nochmal schnell zurück. Ich kann zurückgehen und hier ist Basenga, also hier ist Wasser. Andere Seite des Wandbildes. Sonst wieder von der anderen Seite ran und hier können wir auch nichts machen. Hier ist dieses Zeichen wieder, das hatten wir auch schon. Wenn wir hier reingehen. Schau, noch mehr von diesen Kristallen. Sie sehen so, ich weiß nicht, künstlich aus irgendwie. Neri, was machst du da? Ich versuche nur dieses Skelett. Ich meine, wer weiß, was wir finden, richtig? Was ist los mit dir? Hast du keinen Respekt vor denen? Hast du einen goldenen Schlüssel? Er sieht ziemlich schick aus. Gefunden. Siehst du? Ja, ja, hör auf zu grinsen. Warum? Das ist ein Steinfragment, aber ein Fragment von was? Ja, kleben wir es mal zusammen mit dem. Du hast zwei Steinfragmente zusammengeklebt. Vielleicht mit ein bisschen mehr Kleber. Das heißt immer noch Fragment, also könnte man was finden. So, und wo kommen wir? Von der einen Seite. Ein Wandbild von Lunai, der Gründer des Lunai-Rates. Du weißt ein bisschen was über diese Sachen, oder? Von deinem Lehrmeister nehme ich an. Oh ja, Sami hat mich Tonnen von Büchern lesen lassen. Meistens über die Geschichte von Shirin und den Zuluna-Glauben. Was ist mit den Norianern? Sicher, über die habe ich auch etwas gelernt, aber Geschichte war nie so mein Lieblingsfach, also... Hey, warte eine Sekunde, Lunai hält eine Kugel. Und hier ist auch ein Becken. Hm. Tja, wir müssen da irgendwas reinfüllen. Wasser oder was ähnliches. Kleber zum Beispiel. Fühlt sich falsch an, wenn ich mal suche. Ich weiß, es hört sich seltsam an, aber es fühlt sich an, als ob diese Person, ob ich diese Person kenne. Du redest von diesem Skelett? Wahrscheinlich kommt mir nur die Kleidung bekannt vor. Vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Mhm. Okay, wir haben einen Schlüssel gefunden. Die Tür sind mal gekommen. Hier ist nochmal das Gemälde. So, müssen wir mal gucken. Also, wir gehen jetzt hier zurück. Kannst du mir erstmal rückwärts gehen. Können wir da jetzt schon den nehmen? Okay, brauchen wir noch was. Tür zu öffnen und zu schließen. Okay, wir haben es irgendwo gerade uns eingesperrt.
haben hier irgendwie, warte mal ganz kurz, das kann nicht sein, oder? Wir haben sie jetzt echt eingesperrt. Doch sollten wir nicht jetzt irgendwie da rauskommen? Na gut, dann müssen wir hier unten weitermachen. Das nehme ich an, als die Gegenseite davon mit der Kugel. Kriegen wir die vielleicht so raus? Hätte sein können. Der Harfe, wir spielen einfach. Okay, machen die blaue Tür, gehen zurück. So, irgendwo hier ist die goldene Tür. Genau, da haben wir den Schlüssel jetzt dafür. Okay, wo führt der Weg hin? Oh, ist ganz schön verwinkelt. Hätte ich gar nicht gedacht. Das alles ohne irgendwo eine Lampe zu haben. Noch eine Laute, noch so ein Symbol. Das haben wir mehrfach schon, diese Tafeln gefunden. Ist schon Gold. Okay, ist eine eigentliche Sackgasse. Wir gehen nochmal weiter. Kristalle in den Wänden. Und schau, Nairi, schau. Noch mehr von diesen blauen Kristallen. Nein, schau dir das Podest an. Da ist eine Vertiefung, genau in dem Wandbild im Turm. Hey, du hast recht. Soll ich die Halskette reinlegen? Wir haben auch so viel Zeug. Ich glaube nicht, dass jetzt gleich als Dampf fällt, oder? Oh, es hat gerade geruckelt. Sie hat es reingelegt. Ein Leuchten natürlich. Boah, das ruckelt dermaßen. Nairi? 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 Ich drück mal. Ich kann vorspulen. Ich hoffe, ich kann sie gleich nochmal sehen, es tut mir gerade leid. Ach hier. Irgendein Glaubensheinzel lässt den Turm bauen, lässt alle Bücher dort runterbringen, mehrere leben da drin, die verstecken sich vielleicht dort. Es kommt eine große Welle mit Sand, die alles ringsherum bedeckt. Nairi, wach auf, komm schon. Es tut mir übrigens leid, also irgendwie die Sequenz ist leicht abgebrochen. Wir gucken mal, ob wir die Kleider mal kriegen. Was, wo? Rex? Nairi, du bist wach. Ich hatte echt einen Moment Angst um dich. Deine Augen haben angefangen zu leuchten und dann bist du zusammengebrochen. Ich habe etwas gesehen, Rex. Wie ein Traum? Nein, es hat sich echter angefühlt als das. Wie eine Vision oder so. Da war diese seltsame Welt und all diese Leute. Aber ein Sturm. Sie wurden alle lebendig begraben. Nairi, bist du okay? Ich habe leuchtendes Wasser gesehen und Licht, das schien ohne Kerzen. Und ich habe einen Turm gesehen. Leute haben einen Turm gebaut. Ein Turm wie in der Soluna-Turm? Ich weiß nicht. Es war alles so seltsam. Was immer ich gesehen habe, es war nicht Chirin. Könnte es sein, dass du ein Stück vom antiken Ura gesehen hast? Rex, schau mal meine Halskette. Sie leuchtet, was in aller Welt? Schau, Nairi, ich habe genug gesehen, okay? Lass uns heimgehen, bevor etwas Schlimmes passiert. Nein, warte, meine Halskette, ich kann etwas fühlen. Was in aller Welt geht hier vor? Was mit mir passiert? Hatte ich sowas wie eine Vision? Etwas geschieht mit meiner Halskette. Sie hat vorher noch nie diese leuchtende Symbole gezeigt. Können wir erstmal was mitnehmen? Okay. Oh. Ich gehe die Kristalle an. Ich kann sehen. Derselbe Raum, aber es ist nicht derselbe Raum. Sie sind kleiner. Was wenn das die Vergangenheit ist? Ach so, kann ich jetzt. Ah. Nairi, bist du okay? Hast du es gesehen? Du hast die Halskette nah an die Kristalle gehalten und dann wurdest du schwach. Nein, ich war hier in diesem Raum, aber es sah anders aus. Ich glaube, ich sah, wie so Turm mal ausgesehen hat.
Das verrückt, na, es gibt nichts, das das erklären würde. Glaubst du, ich denke mir das alles aus? Schau, die Halskette erklärt das. Sieh mal, wenn dieser Ort wirklich Sachen mit dir macht, dann gehen wir besser, Iri, bevor du noch verletzt wirst. Nein, wir können jetzt nicht aufhören. Ich habe gerade meine Halskette mit Fusionskräften aufgeladen. Du wurdest einfach schwach, Nairi. Willst du wirklich rausfinden, was als nächstes kommt? Sieh mal, Rex, mir geht's gut, wirklich. Und außerdem, meine Mutter hat mir die Halskette gegeben. Was, wenn sie wusste? Komm schon, wer weiß, was meine Halskette mir zeigen wird, Rex. Ich habe diese Kristalle auch in anderen Räumen gesehen. In Ordnung, aber wir werden vorsichtig sein. Lass uns diese seltsame blaue Kristalle finden. So, wir machen es nochmal. Okay. Ich würde mal ganz kurz speichern.